Und Tinder mit einem Büchern, meine Lieben. Ich hole mir noch quasi etwas einschenken, bevor sie ja ernsthaft weitergeht. Das schon wieder nicht getan habe, ich weiß nicht. Ich hatte gerade gedacht, mein Streamer hätte sich aufgehangen, aber okay, wir sehen jetzt das schon. Richten finde ich. Ja. Ein Schluck. Ich glaube, dass ich alles bald nicht mehr ertragen muss. Man muss das schon sagen. Das ist auch eine geile Begrüßung, Alter. Wie wär's mal, du kannst ruhig einmarschieren, Dude. Du kannst ruhig einmarschieren. Willst du nicht? Oh, die teleportiere mich sowieso weg. Wir haben uns ja sagen lassen, dass wir quasi zur Schule kommen sollen. Wir wissen, wo es zur Schule geht. Moment. Cassiopeia hat uns ja dazu quasi dorthin bestellt. Ja, geplant ist nicht nur der Sportunterricht. Ach, ich liebe es schon wieder. Ich liebe den Sportunterricht hier nicht. Auf zum Sportunterricht. Wahnsinn, der Geist. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Ich weiß halt nicht mehr, welche. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Ja, wer bist du? Ach, Klive, direkt. Jo, ne? Direkt der Klive. Wie oft denn noch Klive? Nein, du bist nicht. Meine wahre Identität zu erhöhen. Tada! Also, wenn das nicht klar ist. Du hast mich überhaupt nicht an der Nase herumgeführt. Lass ihn nicht sagen. nicht wirklich. Hat nicht ein. Im Ernst? Als ob du ernsthaft der Big Boss davon wärst. Ach, den Ding erspare ich dir. Alter, aber in. Ed? Aber inwiefern passt der dann zu. Er fängt mit Komma du dann an. Wir haben noch eine Unlichtattacke mit den Juden hier haben. Ich bin Cassiopeia von Team Star und hiermit führe ich mein Head. Inwiefern passt das bitte sehr schön zusammen? Dass du Cassiopeia bist. Ed, da verstehe ich.
Das finde ich eigentlich keine plausible Erklärung. Ich hätte überhaupt keine passende Erklärung, dass der Cassiopeia sein soll, Alter. Mortipod. Ist das nicht auch. Ist das dann mehr das. Mortipod. Boah, das ist ein Feen. Ist das auch diese Feentasse oder. Feengeisttasse oder was war das auch mal? Weiß man, das ist auch so aus. Okay. Zumindest das gibt aber das Auto nicht, ne? Ja. Bruchrüstung. Was kann denn das für ein Geist sein? Ja. Wir verleihen Verbrennung und du hast durch Gift verletzt. Finde ich on point. Ja. Mülltreffer. Bist du da ernsthaft Geist? Edge. Ah, okay, du bist Geißer. Hm. Ich schätze mal, das ist geil. Oder ist der Psychotrainer? Es ist ja auch psychoeffektiv. Hm. Bei Tekan bin ich mir jetzt nicht. Ich hätte vielleicht mit einer normalen Attacke herausgefunden, ob er wirklich das Psycho ist oder nicht, aber hey. Die Unlichtattacken, ja. Geisterattacken sind ja auch, oder? Sehr wirklich auch psycho, also dementsprechend. Den anderen ein bisschen starker Trainer ist er jetzt halt nicht. Rex. Natürlich, das Pokémon, das ich jetzt dafür bräuchte, spend mal wieder, ne? Also. Herrgott, nochmal. Finde ich exzellent, Alter, finde ich. Oh Gott. Ich schneide Ex. Excellent. Ich glaube, dass du eigentlich theoretisch einsetzen solltest, Rex. Rex Pleaser. Sollte nicht so sonderlich sehr effektiv sein. Ach, Explisa, würdest du mal bitte verschwinden? Ist er mal ernsthaft? Arena? Blättertanz? Okay, 120er du bist eh mehr der spezielle Angreifer. Ja gut, dann kommt Blütenwirbel weg und dafür Blättertanz. Hat irgendwie immer noch F-Gigasauger. Hundemann. Okay, Hundemann. This is the point. Ich glaube, dass wir brauchen unser Schwein. Also ganz ehrlich gesagt, ist bis jetzt der schwächste Trainer, gegen den ich gekämpft habe. Also so gefühlt. Obwohl er überlevelt ist für dementsprechend. Ich weiß ja nicht. War ja schon mal eine Attacke, wo man 5 mal hatte. Das war jetzt schon ein zweites Mal, Kollege. Ich weiß ja nicht. Ich weiß, dass er. Das Schwein hier sieht noch besser aus. Das kann ich durchaus nachvollziehen, man muss das schon sagen. War ja dreimal. Vielleicht noch ein Übertrank raus. Wenn wir die Übertrank langsam mal außer der Kämpfe mal einsetzen. Muss man sagen.
vierte Mal? Nein! Oh, jetzt ist natürlich der. Fuck. Ich bin hier. Danke, Fragrons. Oh, jetzt gerade mal eins von mir geschafft, ey. Bei Unlichtfeuer. Ich weiß nicht, inwiefern die Kombination der Kampf schwächt. Ja, hier ein Nahkampf. Ah, okay, schwächt mich Kampf ab, okay. Dann haben wir zumindest Hundemann mal weg vom Fenster. Ja, Feuersturm, ne? Man hat es ja gerade gesehen. Seine Füße. Ludolid ist aber noch schwächer. Die haben jetzt eigentlich bloß Füße, psychische und kaum physische. Na gut, vielleicht auch ein physisches Wesen drauf bei ihm. Gut. Komm schon, D-Rex, mach es mir doch nicht so einfach. Also, mal ernsthaft. Ich will mich ja nicht beschweren, aber der. Naja, Elite, wieso funktioniert damit? Eigentlich kam das gerade im Stream schneller an wie bei mir im Chat. Ich bin verwundert. Ja, seltsam. Bitte wieder ein Pilzsporn. Ach, wieder pennen legen. Okay. Kann ich verstehen. Das ist ja sonst kommen immer Chat-Nachrichten eigentlich immer relativ leer an, bevor sie im Stream gezeigt sind. Was ist denn da neuerdings los? Das ist interessant zu wissen. Wieso weshalb warum? Oh. WTF ist mit dir falsch, du. Wenn das derzeit nochmal der Fall ist, kann ich ja ein. Gott. Das kann ich nicht einsetzen, weil. Ich will nicht tauschen. Ja, frag uns. Komm mal raus. Und Spoiler Alert, ich kämpfe gerade gegen Cassiopeia. Falls du dich wundern solltest, warum zum Teufel steht da hinten der D-Rex, auf gut Deutsch gesagt. Der große Plot-Twist der Team Star ist gelöst. So. Sehen wir davon aus, dass er wieder. Mal schauen, ob er wieder Megasauger einsetzen wird. Oder ob er jetzt halt auf eine. Auf. Ja, Gigasauger war das. Okay. Das bringt natürlich recht wenig. Ich hoffe, du hast Lust auf einen gegrillten Pilz. Den gibt's heute mal frei Haus. Bei Lando. Ach, dann hat er quasi den letzten Starter. Okay. Bei Lando. Das ist okay. Das ist interessant so ein bisschen. Das Pokémon, das weder ich noch der Rivale hat er dann. Das ist interessant. Okay. Mir geht's trotzdem nicht ein, dass er. Cassiopeia sein soll. Also der Vogel kann ernsthaft nicht still sitzen. Bin ich mal froh, dass ich sowohl ein Elektro-Pokémon als auch ein Pflanzen-Pokémon da habe. Wobei das Pflanzen-Pokémon mir nicht sehr weiterhilft. Dann geht noch mal Typ.
glaube, aktuell meint das Spiel wirklich relativ ganz gut mit mir. Gut, ich hatte auch meine Schwierigkeiten beim Kampf. Star Team. Im Typ da. Nur, dass mir doch nicht sagt, dass das Wassertyp ist. Wer das bei der Ente klar ist. Aber gut, ignorieren wir es. Junge, du warst über meinem Level und ich hab dich noch besiegt. Ich hab nicht mal ernsthaft kompetitive Pokémon. Den Trainer gemacht, nie. Ich habe gelogen, ich bin nicht gerade. Ja, nee. Hast du, Spoiler Alert, er ist nicht gerade Feuer. Ohne Scheiße, das ist vorher so das behauptet. Jetzt die Liebe, das war ja offensichtlich. Plot Twist. Das hat man doch erkannt, jeder Vollidiot hat das gesehen. So, wer hier das jetzt gesehen hat, bereue ich irgendwie gerade zu sagen. Junge, wer... Jetzt sagt er, dass er Cassiopeia ist? Plot Twist, er ist nicht. Ja, weiß. Junge. Ich mach das, ich hab ja sonst nichts zu tun. Was hat sie jetzt damit zu tun? Es wird also was mit der direkt geschossen. Jawohl, also langsam. Scheiß drauf, dass die Performance scheiße ist. Scheiß drauf, dass die Technik nicht so funktioniert. Scheiß auf FPS, der direkt mit zusammengeschossen. Was amüsiert mich gerade zu sehr? Stunk. Was? Wie? Jetzt steht der Stunk. Hallo? Was hat das mit mir zu tun? Hallo, was hat das jetzt mit dem Stunk zu tun? Hallo? Ich hab gerade was von Stunk mitbekommen. Hallo? Der Stunk bin ich zuständig. Hallo? Haben die mir auch noch Konkurrenz oder was? Ja, ich brauche. Sind ja nicht überhaupt wieder geheilt? Okay, ist ja wieder geheilt. Der Stunk bin ich zuständig, meine Lieben. Jetzt fange ich mich noch an zu beschweren. Hallo? Der T-Rex wird einfach mal angeschnauzt, ey. Ja, und wo ist jetzt der Scheiß? Ach, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir ziehen das Grunde Finale von Wer ist Cassiopeia eigentlich? Noch ein bisschen hinaus. Machen wir mal die Abschlussprüfungen in jedem Kurs. Würde ich mal behaupten. Irgendwie hab ich mir gedacht, ja, machst du das auch mal die ganzen Abschlussprüfungen hier, wenn das eh schon der Fall hier ist, ne? Also ich werde entwickeln, okay. Das ist immer so die Sachlage, ne? Also der T-Rex ist es jedenfalls nicht. Das haben wir geklärt. Ja, war ja eh Level, das Junge. Das war eh offensichtlich. Ja, ach, Cosima heißt sie, stimmt. Die steht ja auch noch so irgendwie. Steht sie eigentlich unter Generalverdacht? Sie ist Hackerin. Zudem sehr introvertiert. Dementsprechend sie ist gerne im Hintergrund. Kommt zwar als Verzeugungstrupp mit her. Könnte theoretisch auch der Fall sein. Haben wir sonst noch irgendwelche Tatverdächtigen, die quasi damit reinkommen? Also wenn da nicht irgendwie ein Plot-Twist kommt, dann weiß ich auch nicht.
Ja, schön. Dann haben die gerade die Frage. Ja, Knopf. Ich hab das nicht mal durchgelesen. Scheiß drauf. Ich werde so oder so bestehen. Ich hab das ernsthaft nicht durch. Ich lese mir das ernsthaft nicht durch. Ich wüsste nicht, wieso ich mir das durchlesen sollte. Prügelt das jetzt jeden eine. Prügelt jetzt jeden Kurs quasi hintereinander schon runter durch, weil why not, ne? Ach, ich finde das schon wieder amüsant, ihr Leute. Und das schon wieder amüsant. Mathematik. Ja. Als wenn ich mir das eh ernsthaft merken würde. Also Entschuldigung. Ich weiß, dass du durch die Entwicklung sich steuern. Ja, das ist vielleicht für alles Neueinsteiger vielleicht. Oh, Neueinsteiger hat sich entwickelt. Plot Twist, es ist so. Was du, das ist halt, ich müsste mal gern, weil mal ernsthaft mal die Entwicklung aber. Doch, richtig. Darf ich heute dann ersatz auf den Challenge-Shows machen? Ja. Freistufen, okay. Das ist bestimmt von bestimmter Abschlussprüfung, für die ich definitiv so lange machen werde, bis ich sie bestanden habe. By the way, also ich brauche da Ibis hier. Von fünfter berichtigten beantwortenden Frage. Muss das gar nicht dreifach sein? Na, ja, Chocks on you. Kann Mathe nicht. Totus. Ich weiß nicht, ich habe mir schon eh so quasi eine Challenge hier gemacht mit meiner Kampfschwäche. Und bei dabei meiner Bodenschwäche, aber gut, habe ich ja einen Pflanzen-Pokémon. Junge. Jetzt tust du das eigentlich freiwillig an, um das durchzulesen. Ach ja, da fällt mir ja wieder einer ein. Nachbarbundesland. Essen. Kann man auch komplett wieder vergessen, aber gut. Ignorieren wir das. Machen wir mal Geschichte. Junge, Junge. Was wird da dann noch passieren, danach, wenn man die ganze Abschlussprüfung gemacht hat? Ich meine, finden wir es heraus. Ich werde jede Sekunde älter, aber okay. Das ist. Hat Märchen das hören. Ja, das wäre jetzt ein interessantes Märchen. Bierschätze. Ein Gefäß, ein Schwert, eine Reihe von Tafeln und einige bestimmte Juwelen? Weißt du, was die zu den Schätzen gehörenden Tafeln eigentlich darstellen? Echt? Hallo in Flagrandi, wie geht's, wie steht's?
Was die Schätze zu den... die zu den Schätzen gehörenden Tafeln eigentlich darstellen. Fische? Oh, kann mich nicht beklagen. Kann mich ernsthaft nicht beklagen, Tische. Der große Esstisch manchmal auch als Tafel. Jupp. Ja, ja. Dementsprechend, wir sind quasi Kasopaya quasi auf den Fersen, aber ey, warum nicht bei dir Zeitvertreib mit Unterricht verplempern, wenn. Hi, Anton. Sobald dann quasi ein Gengar ist, kann man ja quasi wechseln. Aber vorher ein bisschen Unterricht machen, wisst ihr. Der Sprachwissenschaft gleich, ey. Mal schauen, was er uns heute beibringen will. Die Sachen. Also die Abschlussprüfe, das wird auch noch interessant. Mal schauen, was er da dann verlangen. Wie oft werde ich da durchverteilen? Was ist der? Yes. Ich antworte immer aus Prinzip bei mit Yes. Als sich das Jan gefragt hat. Wie, let's go Pikachu, hallo? Moment. Wo ist das jetzt eigentlich hier schon wieder? Ist ja nicht so, dass ich das Spiel jetzt halt auch hätte, Pokémon, aber gut, wenn er unbedingt die Anspielung machen will, von mir aus. Nur so viele Details dazu. Also, ja, theoretisch könnte ich das auch bringen, das Thema. Nee, keine Ahnung, irgendwie kein Bock. Zurzeit, sagen wir es mal so. Wie es später aussieht, ich weiß es nicht. Musste es halt eigentlich sein. Trigger Happy sein. Oh Mann! Nat. Das heißt, uns die Sprache. Pikachu. Was will. Wer da jetzt ein. Lass den Pikachu machen oder soll Pikachu Mehl machen? Ich weiß es nicht. Ich werde sagen, heute? Kann ich das jetzt mal hinterfragen? Wie soll das bitteschön Wut sein? Was soll Wut sein bei Pikachu? Sag mal. Was soll der Schwachsinn schon wieder? Also. Ich weiß ja nicht. Dementsprechend. Was soll denn hier ein Schwachsinn sein? Was soll der Spaß denn schon wieder sein? Also immer ernsthaft, Leute. Hi, Anton. Wie geht's, wie steht's? Ah, schon besser Kampfkurs. Ah,
Halleluja, Leute. Dann brenne ich schon wieder mit der R-Taste. Ist der Name... krank. Bei Live nicht mal, dass ich das immer so sage, aber hey. Das soll ja schon was sein. Meine Güte, echt, ey. Weiß man, dass manche vielleicht wollen, dass man das hier vorliest, aber... weiß nicht. Also so viel Text. Das hat ja schon wieder bei Gravity Aktiver gemerkt. Wenn man einen ganzen Batzen vor sich hat zum Vorlesen, ist das ja... quasi auch so eine Sachlage, wo man sagen muss, dass das sehr anstrengend wird und dass man das nicht auf lange Sicht hin machen kann. Also weiß ja nicht. In Kunst 4 mal schauen, was Sinus. Wenn sie uns da mal machen will. Ist ja jetzt mal von verlangt. Und zur heutigen Stunde. Senior Kolze? Wer ist denn der schon wieder? Guten Tag allerseits. Nach der. Der Pflanzendude hier. Na ja, Gott sei Dank wieder ein Fernseher. Ja, man dürfte ja mich kennen, der ihn geklatscht hat vor ziemlich langer Zeit, mal vor mehr als 20 Stunden gefühlt. Oder ich weiß schon nicht mehr. Es waren jedenfalls einige Stunden. Aber tatsächlich, das ist so. Das war mal wieder ein typisches Beispiel dafür, inwiefern ich meinen Namen merke. Gut. Manche anderen Chat-Nutzernamen hier kommt mir eh bekannt vor, also dementsprechend. Ich habe schon wieder nicht aufgepasst, Leute. Ich bin in der Schule, da passe ich aus Prinzip nicht auf. An das Glück. Ich habe das Vertrauen. Man merkt, ich bin in der Schule unterwegs. Ich bin wieder im Schulmodus drin, Leute. Oh Gott, Leute. Ich mache mich schon wieder über mich selber lustig, ey. Ja, aber trotzdem interessiert mich, wie es... das von... naja. Wenn das nicht immer so viel Gelaber wäre und so viel geblieben bei ihr, immer ernsthaft. Schnief, schnief. Hat sie ihn geschnitten oder was ist sein Problem? Kann mir das einer mal erklären? Nee, ich pass nicht so auf. Eigentlich war das ja schon für danach geplant, aber ey. Also, Pi mal Daumen hier.
Und der Hauswirtschaftsraum. Anton freut sich auf jeden Fall. Er kriegt bestimmt noch was ab, wenn er in der Küche ist. Er zerbricht sich ernsthaft den Kopf darüber, was es demnächst zum Essen gibt. Welchen Fisch wahrscheinlich? Entweder ein Carpador oder Barsch war? Oder vielleicht doch noch so ein Krabse? Ich weiß es nicht. Ich kann mir den einfach nicht als Hauswirtschaftslehrer vorstellen, by the way. Nur mal so nebenbei. Das kann der betroffene Schüler gemeinsam mit anderen kochen, geht das um. Geht das um Papa? Gemeinsam kochen mit anderen? Ja gut. Heißt das, macht einem alles mehr Spaß, wenn man mit anderen was unternimmt, also dementsprechend unabhängig ist das vom Kochen oder so, generell so Sachen. Ernsthaft, Pepper hockt da jetzt. Warum fällt mir das nicht erst auf, dass der überhaupt auch damit rumhockt? Was? Ja, mir ging es halt gerade um Nachbarn und um Pepper. Soll ich den Pepper nachher weiter reinbauen oder was? Was ist hier los? Biologie. Ja, Senior Jim, was hast du dieses Mal vorbereitet? Halleluja. Sein Pepper weiter rumbohren. Wie bisschen den Pepper wusst da quasi mehr reinbohren? Also, sag mal. Also, dementsprechend, ich hab's nicht gepetzt, wenn du das wissen willst. Stimmt, ich war nicht mal bei ihm. Also nicht inwiefern, wer der Schüler hier dein Poster ist. Bitte mich nicht voten, ich bin Chester. Was scheinbar ist, davon habe ich zufällig eins auf Bock. Nicht auf den Bock. Auf den Bock. Junge, auf der Box. Junge. Das ist doch sogar mehr, ey. Wow, Volltreffer. 1 zu 4000? Haben sie das wieder runtergeregelt? Waren das nicht bei 4096? Die Shiny-Rate. Oder wie war. Oder irre ich mich da jetzt halt, Alter. I mean. Als ich jemals ernsthaft noch ein Shiny Pokémon finden sollte, ja. Und sei es ein weibliches Mullung. Ich werde wahrscheinlich keins finden. Macht euch nicht zu viele Hoffnungen. Und dann auf einmal. Puff! Hier, hast du deine ganzen Boxen voll Shiny M4 oder was? Aber nicht so lange ich diesen Unterricht hier mache. Ah ja, Junge, da kannst du ernsthaft noch einen ganzen Part damit füllen. Wenn das hier so weitergeht. Genau, ich hab 100. Das 60% war das nicht 50% oder? Also das weiß ich gerade noch nicht. Müsste ich ernsthaft nachschauen. Weil die meinen 60%, okay.
Das Surfer alles wegspielt, ist der Surfer. Das ist halt auch so die Tatsache. Aber klar ist Hydro-Pumpe stärker. Aber wenn man auf Safe gehen will, dann ist halt so ein Surfer halt das 9 plus Ultra. Also dementsprechend, ja, ich habe auch Feuersturm quasi meinen Feuerstarter hier lernen lassen. In der Hinsicht. Ja, und man hat auch gesehen bei Hundemann, dass es einige Male dann eben hingegangen ist. Deswegen, das sind schon so gute Attacken, ne? Halt mit dem Risiko verbunden. Und zu ihnen war auch ein Mann namens Alondo. Alondo? Ist er schon bei Lando? Alondo? Und was kommt als nächstes? Oder bei der Höhe? Sag mal. Hat er doch auch Macarena zum Vorschein? Oder wer soll das, oder wie jetzt hat? Scheiße, ich weiß, meine Kommentare dazu sind unterirdisch scheiße, aber hey, irgendein Schwachsinn muss ich. Lass ich es auch noch aufpassen. Observationstrupp. Goldene Mitte ist immer just for you. Hey, der Jude, ach, das kam ins Buch. Pepper Woods, wo bist du schon wieder? Ernsthaft. Ein Sprachkurs. Salvatore. Eine Güte, ich dreh. Wir rasen hier quasi durch wie ein elendiger Lurch. Yes. Eigentlich nö, aber leck mich. Salvatore. Nichts rausgehört, um ehrlich zu sein. Wenn mir jetzt irgendjemand beweisen kann, dass das tiefer war. Ich habe davon nichts mitbekommen. Was? Der Schwachsinn. Hat der Anime da neuerdings Einfluss drauf, weil der Pokémon Reisenaktor ist, dass man da die Pokémon derzeit ernsthaft erforscht? Was zum Henker soll der Schwachsinn? Was? Was denn gerade damit?
Senor Salvatore. Was für ein Schwachsinn, mal ernsthaft. Nö, hab ich nicht. Das gefällt. LP. Hey, das ist echt, ey. Da, das ist halt das für Schwachsinn, also mal ernsthaft. Es ist an und für sich wirklich schon wirklich. Wie soll ich das jetzt ausdrücken, dass es wirklich gut ist? Schon interessant, diese. Was da alles gelehrt wird an der Schule, man muss das schon wirklich so sagen. Aber komm schon. Wer zum Fick sagt, ja, das Picknick macht es zu viel Spaß, dass ich auch auf die Reaktion meiner Pokémon schaue? Was? Ich hatte das nicht, ich hatte vielleicht das ein. Zweimal vielleicht werden das Film hier gemacht. Komm schon. Confused mich. Er sagt mehr als ein Super, dass sie könnte, aber okay. Ja, da kriegt man auch noch so Kopfschmerzen davon wie Anton. Ich glaube, Anton war auch zu lange in der Schule. Kann das sein? Oder gut, bei Anton kann ich mir gerade vorstellen, dass er Kopfschmerzen hat, weil er zu viel am Empfangsbereich der Schule ist. Das kann einen auch so fürchterliche Kopfschmerzen zusammenbringen oder zubringen. Und was man da teilweise für Idioten hat. Ja, was hat das damit aus sich? In den frühen Fällen und kaltierter Wasserfall befinden sich zwei Wasserfälle auf der Liste. Ich versuche ernsthaft, ich lese das mir zwar jetzt lang so durch, aber ich höre daraus nicht so schlüssig. Bestimmter Körperteil gab den drei geteilten Steilhang. Also mein Brain ist gerade wirklich AFK bei dieser Frage, das muss man schon mal so sagen. Ich würde sagen, der Schweif? Geteilter Schweif. Ich begreif's ernsthaft nicht. Wenn ich so lange Nacht brauche, ich soll auf den Sportplatz gehen, was eigentlich der eigentlich geplante Abteil war. Erstmal. Ich weiß, Schule ist nicht so spannend. Den Teil. Es gibt man förmlich sehr. Ja, das ist sehr textlastig ist, was ich auch verstehen kann. Aber es gab schon gegen unseren Plot bis Cassiopeia Leval Direx Klevel, wie auch immer der Dude heißen will oder ist. Ja,
hätten auch hingehen können, oder wie? Sonst war ich nicht drin, aus der Schäfer. Sportplatz, wir wollen ja schließlich ein bisschen Sport machen heute. Also doch, Cosima. Was ist Casopaya? Du heißt es bei Casopaya. Nein, ich wollte einmal nur meine Pokémon trainieren, das war der einzige Anreiz dafür. Erzähl bitte! Ach ja, hi Direktor! Hast du jetzt sämtliche Evoli-Entwicklungen, die es im Spiel aktuell gibt? Frag bloß. Okay. Ich soll ja mal auf ein anderes Pokémon setzen. Das ist hier nichts. So, nein. Ich hoffe mal, dass es nicht das das Naktara aus Feuergrün. Fangen wir mal mit Armstoß an. Ah, verdammt, einmal hätte es doch noch gekonnt. Ach, anscheinend mal. Okay. Never mind. Im Nahkampf ist wahrscheinlich gleich besser gewesen, aber egal. Es hat sie auch noch wirklich sämtliche. Bla bla bla. Ich halt schon meine Fresse, was das angeht. Und auch der Flammenmacher. Toll, typisch. Wenn ich zu welchen Wasser-Pokémon dabei habe. Oder generell Boden-Pokémon. Da hätte ich es halt auch noch mit. Meinem. Pamu. Komm, Flammenblitz. Ich weiß, dass das eine starke Attacke ist vom Typ Feuer, aber ach, scheiße. Hat nicht mal. Gut, sie gehen beide. Okay, sie gehen beide down. Never mind. Danke, Fragrund. Ich weiß jetzt noch nicht, welches Pokémon sie als nächstes sein soll davon. Okay, dann Naktara, Flammara. Oh. Aquana, okay. Jetzt weiß ich nicht, wie das gut war, dass ich meinen Hund hier eingesetzt habe. Ansonsten hätte ich
quasi Olitena eingesetzt, aber... Knirschen hier mal ein bisschen weiter. Was braucht man hier? Nein. Fesselt bis. Ach, ich seid grund, dass wir nicht austauschen können, beide. Ach, die Trampumpe. Einer der Gründe, warum man Hydro-Bombe nicht einsetzen sollte, weil das halt gut daneben gehen soll, auch wenn es eine starke Attacke ist, sage ich jetzt halt nichts so sonderliches dagegen, aber hey. Danke, Mastificio. Hätte ich wahrscheinlich noch gegen Psyana gebraucht. Aber... Machen wir mal Energieball. Ja... Einer der Gründe, warum ich... Ich hatte damit schon gerechnet. Muss ich zugeben. Es ist die Frage... Hat sie noch Psyana und Blitzer? Müsste sie ja dann auch noch was sowas in der Art haben. Ja. Fully Purpa. Fitti, kommst du bitte? Okay. Nützt doch nichts, wenn es trotzdem sehr effektiv ist. Den habe ich trotzdem mit Gift hier oben drauf. Oh Mann. Also man muss sagen, gegen Cassiopeia ja oder Danke Fitti oder Cosima oder wie auch immer gegen sie. Aber schon definitiv einen größeren Blitzer. Das Fragrund ist eigentlich gut gewesen. Aber ist ja nicht so, dass ich nicht nur meinen Elektro-Pokémon jetzt auch noch eine Bonattacke hat. Dann ist jetzt halt ernsthaft die Frage, welche Evoli-Entwicklung sie als letztes hat. Oder generell gerade Evoli. Das ist jetzt halt so die Kernfrage, die ich mir stelle. Warum muss ich eigentlich in meinem Kontext immer recht haben, was manche Trainer für Pokémon haben? Auch wenn es jetzt nicht gerade ernsthaft Skript war. Respekt daran, dass du so einen Schaden mit Schaufel gemacht hast. Pamomamo. Ich komme auf den Namen immer noch nicht klar. Das ist definitiv die Generation mit den seltsamsten Namen, die es überhaupt gibt. Aktuell gesehen, muss man schon sagen. Felinara. Warte mal, ich opfere dich. Und ja. Heil mein Affiti. Damit das dann quasi den finalen Akt hier macht.
Danke, mein Lieber. Danke, mein Lieber. Ah, da hab ich auch so eine Sache. Eine Typfee hier. Okay, Mülltreffer. Ja, die Feen. Charakterkristallisierung. Ja, das ist bisher einer der schönsten, die ich gesehen habe. Muss ich schon zugeben, auch wenn ich nicht so der Freund davon bin. Ja, Haarfarbgebung ist allerdings auch geil. Man muss das schon so sagen. Der Big Boss ist nun Geschichte. Was, Leute? Das war's, Leute. Jetzt wird ihm ganz ein Ende. Wir haben gerade schon etwas weit getrieben. Ne, man muss aber sagen, jeder der Bosse von Team Star Trek ist ein Team sehr schön repräsentiert. Das muss ich schon wirklich ernsthaft zugeben. Also, fand ich wirklich schön umgesetzt mit Team Star. Das war quasi mal so ein Thema dann auch aufgreift im Spiel, muss man sagen. Gerade bei Pokémon ist das. Gerade zu dem ganzen Schulthema passt das irgendwie. Muss man schon sagen. Nö, das war ausnahmsweise mal so eine Story, wo ich sagen muss, die ist wirklich gut gelungen. Da dann nicht so ganz unrecht, der Direktor hier. Man muss das schon irgendwie sagen. So. Einen echten Namen. Release Dieter. Ich zu sehen, Big Boss, euer Antlitz ist wahrlich eine Augenweide. Chucky. Cosima war dann echt danach richtig. Wie ist es dir so ergangen? Utito. Wie schön dich zu treffen. Wir haben uns solche als Zeugen und dich gemacht. Jupiter. Hey, Leute, alle.
Alle zusammen drei. Hasta la vista. Was denn hast du im Moment im Spiel, wo die rühren eins wirklich? Also zumindest mich, zumindest. Der Akademie habe ich euch etwas mitzuteilen, Teamstar. Ich möchte mich aufrichtig bei euch entschuldigen. Bitte? Ich habe euch im Stich gelassen. Als Direktor der Akademie erachte ich dies als einen der größten Fehler meines Lebens. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich hatte euch gefragt, was euch zur Gründung von Team Star und zu euren nachfolgenden Handlungen bewogen hat. Seit ich das Amt des Direktors angetreten habe, wurde ich an der Akademie noch kein einziges Mal Zeuge von Mobbing. Ich sah jedoch nicht, dass dieser Frieden auf eurem Schmerz und eurer Wut beruhte und auf euren unermesslichen Mut. All das bringt mich zu folgendem Fazit. Die Anordnung zur Auflösung von Team Star sowie der Entschluss, alle Bosse der Akademie zu verweisen, wird hiermit sofort zurückgezogen. Ist das, was ich denke, dass es heißt? Glaube ja. In der Tat, Team Star muss sich nicht auflösen. Was für eine Wendung mal wieder. Alle hintergangen. Also davon direkt. Heißt also, wir können im Endeffekt doch mal gegen die antreten, oder was soll das hier jetzt hat? Hallo? Was soll der Schwachsinn? Von dürfte. Wie ich bereits sagte, ziehe ich die Anordnung zur Auflösung von Team Star zurück. Allerdings seid ihr dennoch für eine Vielzahl von Missetaten verantwortlich. Langes Fernbleiben von Unterricht, unbefugte Änderungen an euren Uniformen, unerlaubte Entnahme von Akademie-Eigentum, die Modifizierung von Reitprogrammen sowie halsbrecherische Geschwindigkeit beim Fangen, etc. 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 Was willst du? Sag mal, soll ich dich nochmal besiegen? Senior Level Kleve direkt. Naja, aber Strafe muss. Ach ja. Ich habe schon wieder keinen Bock, das vorzulesen, Leute. Was gibt's so Neues bei euch? Gebt euer Bestes. Junge, Junge, Junge. Okay, ich setze. Ich will erstmal wissen, ob meine Pokémon geheilt worden sind. Ja, sie sind geheilt. Da ist zwar kein Psyana dabei, aber okay. Ich soll zum Büro des Direktors kommen. Wird denn der schon wieder? Direkt, was willst du von mir? Na, wer ist doch?
Wir haben eigentlich noch kein Foto von ihr. Ja, zumindest wurde bisher noch nicht so ernsthaft gesagt, dass der Pfad da beendet ist. Ach guter Gott, was war das? Okay, sie hackt einfach mal so nebenbei die Pokémon-Liga. Find ich ambitioniert gut. Find ich schon wieder gut. Eingangshalle. Irgendjemand will mich da auch schon widersprechen, habe ich das Gefühl. Aber egal. Hi Gengar. Und mit dem Hauswirtschafts Seminar geht es mal wieder heiter weiter. Auch wieder der letzte Kurs sein wird, in dem ich meine Abschlussprüfung machen werde, aber okay. Nein, das ist schließlich nur krass und schmutzig, wie. Pepper wusste sie das auch mal wieder mit von der Partie. Was das angeht, würde ich mit dir sowieso nie was Schmutziges treiben, weil du mich meinst. Waschen? Ich würde am liebsten ein Däumchen drehen, aber hey, okay. Ach Leute, ich sag's euch, das ist eine einzige Katastrophe. Nur halb so viel davon würden, wäre es mir um einiges lieber. Das wird jetzt halt richtiger Schulsport oder was? Oh Gott. Heute bin ich kämpfe dafür mehr Schule. Oh Mann. Wer ist eigentlich registriert, wo ich dann hin soll? Auch in die letzten Etappen mit der Schulerei, würde ich mal sagen. Formwechsel? Geht es gerade um Formé oder was? Das ist ein Rotom, wenn es um Formteile geht. Und nicht, um wer dafür
Phänomene. Alter, wie viel Hintergrundwissen muss man da bitte schon dafür haben, um diese Schule durchzumachen? ETF? Oh Gott, echt, ey. Irgendwie ist das aus der Hand, die gerade bei ihm noch nicht so recht flüssig, habe ich das Gefühl. Oh Gott, wahrscheinlich kommt das mir bloß gerade so vor. Regionalform. Kokowai, Alola Kokowai. Mit Mauzi, Ratfratz und Kobi kann ich mal weitermachen. Die in Alola gekommen sind. Laptop macht mir jetzt auch keine Angst. Ja, dann gehe ich jetzt wirklich nicht auf das Prüfung an. Top! Mach mir jetzt halt nicht schlapp. Ich hab gerade ernsthaft Angst, Leute. Nicht Angst vor dem Unterricht, deshalb, weil der ernsthaft anfängt. Alter. Warum muss das gerade immer wenn der Stream sein? Fun Fact dabei ist. Junge! Aber im Programm von Typ Boden. Alter Schwede, ich denke. Eine Güte, ich denke. Wahrscheinlich kommt das jetzt gerade nicht mehr, also. Weiß nicht. Ja, das ist auch schon so eine Sachlage, ey. Dude.
Ja, ich kann den Zeit da Fluss schwimmen. Andere möchte man ernsthaft in die Zeit zurückreisen und das nicht mehr was rückgängig machen. Aber bedauerlicherweise können wir das wirklich nicht. Das ist leider wirklich sehr bedauerlich. Wir haben das mal so. Er getroffen hat. Wie heißt die Person, die das... Antiqua? Professor Kleber, das wäre schon weg sehr sass gewesen. Ja, schon da ist sehr sass, man muss das schon sagen. Alter, ich weiß echt nicht ein Problem, wenn niemand will, dann ist es immer zu hören, aber ey. Ich werde den gerne vorschlagen. Außerdem nimmt sportlich. Wenn wir die Schule hinter uns gelassen haben. Let's go, Pikachu! Das ist ja seltsam, aber. Warum soll man wie kommt man auf so einen Schwachsinn? Das so zu und das zu. Abschlussstunde, yay. Sagt nicht, dass ich nicht viel geleistet habe heute. Oh Gott, echt, ey. Oh Gott, ey, das ist dann schon ernsthaft die Frage, wie. Wenn dann das dann quasi relevant ist, also dementsprechend, ja, es ist gerade aktuell ein sehr großer Themenkomplex in der Schule, was wir jetzt gehabt haben, aber hey, kann ich halt auch nichts dafür, wenn jetzt halt gesagt wird, komm zum Sportplatz der Schule, das wird der Finalkampf zwischen dir und mir, Kasapaya, also sprich dir, Peter, und Kasapaya gemacht, und dann kann ich das halt so thematisch planen, dass das dann quasi passt, ne? Den Kampf, die ihr euch merken solltet. Wie Link Kämpfer, hallo? Ein Kampf hat keine Einschränkung bleiben, die Level einer Teilnehmerpokémon so wie sie sind. Mit dem können sich innerhalb eines Teams mehrere Personen selben Ort befinden und mehrere Essenwerte solchen Eltern können. Also
Also Meditales feiert seine Trainerin hier. Das merke ich schon. Hey, so ist es. Strenge Regeln? Ich habe einfach mal blindlings reingeraten. Das einzige Grund, warum ich überhaupt hier blindlings die ganzen Fragen beantworte. Bevor ich überhaupt weitermache. So. Nicht, dass ich ja auch noch anfange zu Ja, Chat, wir haben es bald geschafft. Dauert wahrscheinlich noch so Pi mal Daumen eine halbe Stunde oder so. Gefühlt. Nach Ewigkeiten. Ich kenne das. Aber dann habe ich es geschafft. Wieso soll ich zum Ficken jetzt diese Bänder antun? Wieso zum Fick soll ich mir das antun? Kann mir das mal irgendjemand verraten? Wir haben es bald geschafft, Leute. Das ist der letzte Kurs vor der Abschlussprüfung. Nein, wie richtig. Er will nicht wissen, was ich in meinem Zimmer anstelle. Hallo, das hatte ich als
pädagogische Persönlichkeit hier zu beschäftigen. Ich hab keinen Anstell, hallo. Na, ernsthaft. Gefühlt jetzt so ein Kurs 2 Minuten lang. Bis ich das immer ausgewählt habe und hier raus bin, das geht auch noch eine halbe Ewigkeit gefühlt. Meine Güte. Also ich muss schon sagen, die meiste Zeit ist nicht bloß damit beschäftigt, ist um diese ganzen Unterrichtskurse zu besuchen, also die ganzen Kurse zu machen. Okay, Chat, wünscht mir Pech. Ein Glück brauche ich nicht. Ach ja. Sieht kein Grund für alle, also ich fange langsam an. Wie viele der folgenden Methoden erleichtern das Fangen? Also wie viele der folgenden Methoden erleichtern das Fangen, also paralysieren, Vogelwedel verwenden? Also ihr seid ernsthaft? Ich sag mal 3. Kann man nur 9 Pokémon begegnen, indem man sie fängt oder tauscht? Also man kann man nur 9 Pokémon begegnen, allein nur. Dem hänge ich mich irgendwie gerade zu sehr auf, indem man sie fängt oder tauscht. Hey. Wenn man sich auch weiterentwickelt, begegnet man entsprechend neuen Pokémon und so ein Pokémon, das einem Ewigstein trägt, kann sich entwickeln, wenn man Ewigstein weiterentwickeln. Das ist so 4000. Boah. Hat doch 4, hat das nicht 4 Formen? Also ich zweifle jetzt halt ernsthaft, dass ich den Biologieunterricht gerade bestanden habe. Yes. Von 5. Chokes for you. Ah. Dann ist der Kurs automatisch weg. Okay. Ah. Gott. Schade, dass man nicht erfährt, welche... Das wäre aber jetzt auch wirklich mal interessant zu wissen, welche Fragen man richtig hatte und welche man falsch hatte. Das wäre wirklich... sehr gut zu wissen, muss man ja sagen. Also zumindest würde es mich jetzt sehr gern interessieren. Hier stehen 3000 zur Verfügung. Ein Superball kostet 6. Wie viel? Das sind bloß 5. Eine Attacke von Typ Wasser hat mit einer Stärke von 100 trifft das sind bloß 50. Wie hoch ist die reguläre Wahrscheinlichkeit mit Steinkante einem Volt? Steinkante, war das nicht etwa 12? Der zweimalige Einsatz von Schwertern erhöht den Einsatz von 4 Stufen. Dreifach. Wie hoch ist der Multiplikator für Stärke einer Gesteinsattacke, wenn sie von einem Gesteins-Pokémon eingesetzt wird, das den Terra-Typ Gestein angenommen hat? Also,
muss man sich ernsthaft alles mal wirklich genau durchlesen, damit man das wirklich versteht, aber manches verstehe ich einfach auch überhaupt gar nicht, muss ich sagen. Das ist halt immer dann so der Punkt, ne? Oh Gott sei Dank. Mein Ziel ist es ja sowieso quasi alles zu bestehen. Also ich brauche mindestens 4. Oh Gott, nein. Bei manchen Fall wird es schon wirklich sehr kritisch, das zu machen. Finde ich. Oh Gott, Leute. Wie wird das schon bei der genannten Zone 0? Radarzone? Kernzone, jawohl. Die Antworten gefallen mir schon wieder. 805. Welcher dieser Gegenstände gehört nicht zu den Ist-Sätzen? Was ist das? Falsch. Mir wär's schon wieder. Ich hätte jetzt ernsthaft gelacht, wenn da wirklich Adonis gestanden hätte. Das wäre gut gewesen, ey. Da vor 20 Jahren müsste das, glaube ich, gewesen sein. Oh Gott, Leute, das ist eine Katastrophe. Das ist doch die Frage, was ich eigentlich mache. Herausfinden, wann mal. Wann das eigentlich für beendet erklärt wird. Das reicht schon, wenn ich die 4 habe, ey. Sonst muss ich das wahrscheinlich nochmal wiederholen. Gott, echt, ey. Gott, na, ist das eine Katastrophe, echt, ey. Keep cool und legt euch ins Zeug. Let it begin. Delicious. I love you. Müsste doch viel gut gewesen sein. War das jetzt so traurig, Kreid? Bei den zwei Pikachu-Fragen bin ich mir nicht sicher, Leute. Oh Gott. Sprachkurs, du machst mich fertig. Oh. Gott sei Dank habe ich den bestanden. Oh. Gott, na bin ich froh, wenn der Schwachsinn hier vorbei ist, ey. Mit welchen anfangen? Boah, ich denke, haut rein? Ist der Autokampf? Lass mal so ein
Was muss man tun, um LP Arenen treten? Welchen Pokémon? 50. Irrede. Nein? Das geht mir zu sehr ins Kompetitive. Leider, aber das werde ich nochmal machen. Viel Scheiß, meine Frage haben, ey. Also, ich weiß jetzt halt ernsthaft nicht, bei welcher Frage ich da reingeendet habe. Haut rein? Ach, Haut? Alle Kraft voraus? Autokampf. Kriegen wir antreten? Also, das ist so ein Bereich, den interessiert mich bei Pokémon nicht mal ernsthaft mit den ganzen Online-Kämpfen. Da habe ich mich ernsthaft in meinem Lebtag noch nicht so ernsthaft beschäftigt. Ich hoffe, das ist bei viel. Welche zwei Fragen sind falsch? Was? Mal ernsthaft. Ich kann auch nachgoogeln googeln im Internet. Aber darauf habe ich ernsthaft keinen Bock. Ach, Leute. Haut rein, ne, ich es hat. Das müsste der. Ich nenne jetzt halt. Ernsthaft! Was soll der Schwein? Ich bin froh, wenn ich das hinter mich gebracht habe, ey. Theorie und ich, eine Katastrophe, das sage ich euch jetzt schon. Und das liegt die. Das ist das beste Beispiel gerade. Liegt nicht nur daran. Daran habe ich auch mit. So bestanden, meine ich, ey. Was? Ich habe jetzt jede Frage richtig beantwortet? Was? Leck mich am Arsch. Also, Leute. Ey, 4 von 5 reichen mir aus, aber ey, okay, von mir aus. Eine einzige Katastrophe, das muss ich schon ernsthaft sagen. Ey, scheiß Theorieprüfungen. Oh Gott, da fragt sich einer, wie viel hast du die halbe Stunde gemacht? Genau wie so ein Scheiß. Von dir gefällt mir. Richtig schön getroffen. Wie heißt das Forum, in dem man Terra diese Schatztruhe, Sind wir die Schatzschuhe? Also. Ja, voll. Wie viele Wasserfälle gibt es unter den 10 und 3? Das ist der Name eines berühmten Anblicks, der zu den 10 und... Hat ein Pokémon kein Zeichen, wenn du ihm begegnest, kann es... Was hält?
Ich hab total keine Ahnung. Falls das einer dachte, dass ich voll die Ahnung hätte. Jokes on you. Das war nicht der Fall. Okay, der nächste Kost, den ich wiederholen muss. Ich kapiere die Fragen teilweise nicht. Die Schatzstube sein. Dieser ist mein Wendepunkt am 3. Falsch. Und ihr sagt jetzt ernsthaft, ich meinte, das ist Scheiß mit der halben Stunde. Kenn mich doch, so doof wie ich bin. Jokes on you, die Leute. Halleluja, sei ja scheiße. Ja, damit hat Game Freak mich ernsthaft wirklich platt gemacht, ey. Oh Gott. Gott sei Dank, ey. Bei sowas wünsche ich mir halt ernsthaft sehen zu können, was habe ich falsch beantwortet oder was habe ich generell für richtig beantwortet. Das ist halt so ein Punkt, den ich quasi gerne hätte. Dementsprechend, wenn man das reinprogrammieren könnte, also ich denke mal, das wäre theoretisch sogar und praktisch sogar machbar, könnte man das ernsthaft machen. Hier ist Kraft erhöht. Soll das Schillerkraft sein? Welchen der folgenden Effekte bringt die Eikraft nicht mit sich? Pokémon schlüpfen. Ich denke mal, das mittlere, keine Ahnung, ey. Wie kann man leicht die Wirkung einer S-Kraft stellen? Und Sandro C. Was sollte ein Trainer nutzen, um, wenn es sein aller Herz allerliebstes Pokémon Pokeclean. Ziehen die Regeln der Akademie es vor, dass stets die Jahreszeit. Nein? Ich hab total die Ahnung. Nicht. Ich verstehe auch, wenn man ein Stream nicht so ernsthaft offen hat. Damit man da nicht so gespoilert wird, aber hey. Ich hab richtig? Ach du Scheiße. Wisst ihr nicht, wieso die Eikraft sich darauf auswirken sollte, dass Pokémon schneller schlüpfen sollten? Und das war's jetzt, oder was? Ja, das haben wir eh noch ein bisschen genommen. Halleluja, ich seh. Also, dass hier alles so nichts zu entdecken gibt. Ja, hier ist sogar einen eigenen Garten. Finde ich gut. Hey, Garados schwebt hier rum. Ja, Garados.
Okay. Eingangshalle. Sollten das hier noch abspielen? Verstehe das gerade wirklich nicht. Ist das sonst niemand, mit dem ich ernsthaft reden könnte, außer den Empfangspersonal? Bin ich gerade selten dämlich oder was soll der Scheiß hier? Ja, ich weiß, dass ich schnell war wie die halbe Stunde. Seien die bitte schön sein? Muss ich dafür rausgehen? Okay, ey. Steht halt ernsthaft nur noch die Pokémon-Liga auf dem Plan, soweit ich das... Ernsthaft, wie ich das jetzt verstanden habe, also wir haben alles gemacht, was zu machen ist. Muss man sagen, jetzt kann man die Schule auch verlassen, ey. Ist aber gleich rausgemusst. Okay. Aber das war ja wirklich eine schulmeisterliche Leistung, was ich heute abgelegt habe. Ach ja. Draco Meteor WTF? Eine geile Drachenattacke ist das. Okay, die Straße der Sterne ist abgeschlossen.
Hier wir noch mit den T-Rex besuchen. Mal schauen, ob da noch irgendeine Sequenz getriggert wird, weil man ja jeden Unterricht, sprich jeden Kurs beendet haben. Meine Güte, ich denke. Mal schauen, ob da noch hier so irgendwas getriggert wird, weil hey. Das sonst nichts weiter. Ach, apropos Unterricht. Boah. Keine. Doch nicht. Okay, da ist nichts scheinbar. Nicht hier raus aus der Schule, weil weiter möchte ich mich auch nicht mit dir beschäftigen. Muss man sagen, gut, mit dir rede ich jetzt noch. Bei den Schätzen handelt es sich in Wahrheit um Pokémon. Zeit wechselten sie als Kleinode den von Besitzer zu. Wovon liegt hier in ihm Seite? Der heiße Beschluss dieser König nach. Okay, dann gehen wir mal hier raus. Und schau mal, wo wir zu Pokémon-Dinger kommen. Wenn ich den Ort auch mal freigeschaltet habe zum Hinfliegen. Ist das ja ausgesehen von mir, ist er da rechts. Dann verspreche ich, wir müssten quasi hier durch, oder wie? Also. Wie ich das Ganze jetzt hier verstanden habe, also dementsprechend. Wir müssen jetzt dort quasi rechts rumhalten. Und hier hoch zur Pokémon-Liga. Da schon wieder so ein Gierschwänz gehört.
Anfängterweise, hey, wie steigst du die Pokémon hier? Ach, hast du auch gleich Mut? Ach, das sind bloß Level 10. Ja, moin. Ich dachte, ich werde jetzt einiges stärker. Autsch. Ach, ihr zwei, ich hätte mal auch schon relativ früh kriegen können. Läuft, Zwiebs. Ach ja, ich müsste einfach meine Pokémon trainieren. Ach, Zwiebs! Mann. Scheiße. Ich meine, das gerade genug gegen Level 8 oder 10 Mann hier anzutreten. Moment, du bist ein Trainer, gegen dich kämpfe ich doch alle Male gern. Auch wenn es vielleicht ein bisschen unfair ist, vielleicht, ich weiß es nicht. Ein Mauzi. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen unfair gegenüber, aber hey. Warum der Fick stehe ich auf einmal? Oh Gott, echt, ey. Bist denn du für ein Pro-Pilot? Heyo! Ein Rapidator! Respekt, Alter! Respekt! Hey, Step 56, okay. Das ist doch mal eine Herausforderung. Okay, den Dioden können wir mal als Herausforderung nehmen. Scheiße, hat er den. Ich glaube, dann lässt du Unlicht oder Boden abtragen, als dass der Serie gemacht hat. Okay, das war auch noch ein Volltreffer. Respekt. Hochmut kommt vor dem Fall. Bekanntermaßen. Mein liebes Rapidator. Ach ja, wir sehen heute doch noch ein bisschen anderen Content. Ey, warte mal, ich weiß nicht mehr, schmeckt ab zu gratis. Nett. Mega sauber. Fehlschwert. Autsch, das ist ein Kampf-Pokémon. Okay. Läuft mal wieder! Alleine hoffe ich, dass ich überhaupt einsetzen kann gegen Kampf-Pokémon, ey.
das hat auch. Hat Feuerkampf. Ach du Scheiße. Ach, du bist Geist? Okay. Da ist mal wieder Feuergeist. Okay. Ey, das ist auch so ein geiler Trainer, muss man schon ernsthaft sagen. Ich weiß schon wieder nicht, was er einsetzt. Ah, ein Bronzong, okay, das kann man einschmelzen. Aber Feuersturm trifft. Wieso? Wieso, du Scheiß Bronzong, du weißt ganz genau, dass ich noch was anderes auch auf Lager habe. What da? Ja, die konnte ich da. Das wäre ein geiles Team gehabt. Muss man schon sagen. Gerade ist aber auch so eine Gen 5 Runde, was ich nie drin gehabt habe im Team. Wurde, das hätte ich auch irgendwann sehr gern im Team, muss ich zugeben. Aber gibt mir mal einen kleinen, aber feinen Augenblick. Bin quasi gleich wieder für euch vorhanden.
bin auch schon wieder 13, nämlich nicht doppelt muten, aber hey. Ja, ne? Ja. Mal schauen, was die Pokémon-Liga von uns will. Ob wir da noch eine Vorrundenkampf machen müssen oder so. Keine Ahnung. Ansonsten kann ich den ganzen Spaß, den ich jetzt noch bekommen habe, eben verwenden. Ja, das mache ich noch. Sprich. Weißt du was? Ich kann mal... ich erstmal auf der bis 60 hochboosten. Oh, verdammt. Das war Wut... Wutanfall? Gegenschlag weg, tut mir leid, aber Gegenschlag will ich bei dir nicht haben. Und bei dir noch die 19, mal schauen. Okay, hat für Level 60 gereicht. Und schauen wir mal, wenn alle schon mal bei der bis 60 sind. Zweifach. Ladung hat was ist das denn? Der Anwender nutzt die gesamte Elektrizität in seinem Körper, um einen großen Schaden auszuteilen. Die restliche Dauer wird er nicht mit zum Sie sind auch bloß 5x sind 75. Selbst Schaufler ist dagegen stärker. Tut mir leid, Armstoß, du kommst mal weg. Also ich verwende das jetzt erstmal alles. Dann überhaupt erstmal schauen, wie viele Sachen kann ich überhaupt noch machen. Junge! Wie viel KP brauchst du bitte, um weiterzukommen? Nicht mal jedem fünfmal erstmal geben. Mal schauen, welches Level die dann haben. Jetzt sind sie. Wie fasst euch die bitte schon ernsthaft? Wir nutzen die EP-Bomb. Hast mir's, wie es aussieht, die wenigsten Hand. Ja.
Dann setze ich dich jetzt nach vorne, damit ich dich quasi trainieren kann. Das ist ein bisschen blöd gelaufen, dass die nicht alle 62 Punkte, Level 62 erreicht haben dadurch, aber hey, was soll's? Mein Name ist Kai. Bitte, ich bitte heute deine Prüfung. Kann man noch stärker werden. Boah, das weiß ich doch jetzt nicht mehr, welche mir am schwersten gefallen ist. Etta? Ich hab doch keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung. Keine Ahnung? Was war denn? Etta? Moment. Was aber derjenige, der sein Geld vergessen hat? Pflanze war der Künstler. Elektro war die Streamerin. Käfer war die Köchin. Psycho war die Arena. Was? Psycho? Nein, Psycho war. Normal war der Bürohengst. Was? Nein. Ach, mal Geiz. Ach so, okay. Okay. Okay, ich aus Prüfungen. Weil das einer wissen will. Läuft bei mir gerade hervorragend, falls das einer wissen will. Läuft hervorragend.
Er kannte ihn nur noch um Stunden handeln. Ah, Chalks on you, ich hab gegoogelt. Warum? Okay, das hat mich jetzt sichtlich überrascht. Ja, Kroko. Das soll die Fragerei auf einmal. Ich glaube, das ist hier, dass das... Hallo. Okay. Erwartet doch nicht hier. Was? Ed? Ja, scheiß Münzerei hier. Interessiert mich gerade überhaupt nicht. Ich bin ziemlich überrascht darüber, dass es hier nicht so eine Siegelstraße gibt an und für sich. Leute, ich hasse. Heute ist wirklich Tag der Prüfungen, kann man sagen, Pokémon für mich. Ernsthaft, ey. Aber warum fällt mir nur ein Fehler hier durch? Kann mir das jemand mal erklären? Denken die sich ernsthaft? Dass ich das ernsthaft merkt, wer da jetzt hat wo Arena. Hallo, ich spiele das keine 20 Stunden am Stück, das Spiel hier. Seit Release sind auch schon wieder 2 Wochen vergangen. Und was soll ich mir jetzt halt schon wieder merken? Wer welche Arena wer wieder schon geheißen hat. Hallo. Was hat der Schwachsinn denn bitte? Ernsthaft? Ja, spiel das paar Stunden am Stück jetzt halt gerade, aber. Komm schon. Hi Zockermind, wie geht's? Das wäre ja nicht das Mundung, das stumpf macht. Hallo! Meine Güte! Ach,
Warum macht man so viele Prüfungen hier rein? Also ich kann nicht klagen, Zocker meint. Ich kann nicht klagen. Also ist dich dafür jetzt durch oder wie? Endlich mal. Ja, das. Mit dem, was soll der Raum jetzt hinausschließen? Ach, und bis gleich in mein. Erster Gegner oder was? Oh, nur ein Tipp von mir. Spoiler, ich weiß zwar, dass du es gut meinst, bei mir steht zwar nicht so offiziell viel als ein Text unten dran, aber wenn ich spezifisch nachfrage, dann kann man mir kleine Tipps in der Hinsicht geben. Hi, Welser. Super, weiß ja auch. Gut, bei Welser kann ich mal denken, hey. Ich setze meinen Ulitena ein. Aber bei Blues kann man sagen, hey, der will quasi Tipps haben in der Hinsicht. Aber ich so. Wenn ich jetzt spezifisch nachfrage. Sag mal das mal so. Und das erkennt man auch schon wirklich, wenn ich nachfrage. Nur so als kleiner Hinweis. Den Julian? Meinst du Affiti? Ich hab doch nichts gegen Kamerupt. Spätestens jetzt wäre mir klar gewesen, dass die Boden ist. Oh, Kamerupt, echt, ey. Jetzt wäre es ein gutes Ding gewesen, wenn ich Wasser als Pokémon gehabt hätte. Ja, aber scheiß Zweitipp, ne? Kamera, wenn du Feuer hast. Kommt mal bitte schön darauf, dass das Kind Julian ist. Fun. Ja, Blues mag's haarig, ich weiß. Das passt aber thematisch besser, wenn man es bei Blues in Stream reintut. Ich rätsel gerne darüber hinaus, welche Typen. Achso, wenn du so lange Robustheit hast, sagt er das einiges war. Wieso zum Fix hättest du die. Natürlich ist es vergiftet! Natürlich! Wäre es schwer, wenn du nicht in den Tank einsetzen würdest, aber okay. Ich
Ja, das Problem, ich habe die Vermutung, dass ich schwer vergiftet worden bin. Energieball, die kriegt dafür meiner Meinung nach eh keinen so nennenswerten Bewusstheit haben. Jetzt gehe ich mir eigentlich mal der Vermutung nach, ob das dann... Okay, nur noch mit normaler Vergiftung. Cool, Lord. Ist das die Weiterentwicklung von Hirashi? Ach nein. Gottverteil, also die Weiterentwicklung von Felino. Okay. Problem, drei meiner Pokémon haben gerade eine Bodenschwäche. Ich habe Probleme, von denen zu träumen. Beleber. Junge. Das war ein Volltreffer, okay. Warum nicht? Ich werde dich so oder so besiegen, Kai. Oder wie auch immer. Toxin, ey. Leck mich doch am Arsch. Natürlich in jeder zweiten Runde Schutzschild einsetzen. Wusste, dass ich nicht Schaufel einsetze bei Boden-Pokémon. Stimmt, das müsste ja dann Giftboden sein. Das ist ja eine interessante Boden-Pokémon da gehabt, muss man schon ernsthaft sagen. Reife Leistung. Mir fällt das definitiv nicht, dass ich gewonnen habe, by the way. Ach, sie. Darf ich meine Pokémon wenigstens vorher noch heilen?
Okay, ich darf vorher noch heilen. Hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich jetzt dann quasi noch die Top 4 oder so mache. So nebenbei, by the way. Jetzt das ist Schwachsinn drin und danke fürs Folgen, sogar meint. Wo ist der Scheißbeleber schon wieder? Den sehe ich jetzt schon wieder nicht mehr. Ach, da ist er doch. Also wieso kann ich mir vorstellen, dass sie quasi Feen-Pokémon hat? Kann ich mir irgendwie gerade so vorstellen. Würde er aber auch irgendwie zu ihr passen. Ja, das Stöpsel hier ist Poppy. Okay, Stahl! Ich habe schon wieder das falsche Pokémon vorne, merke ich gerade. Jokes von you, wenn du dachtest, ich hätte das richtige vorne. Oh Gott, okay, das. Okay, habe ich ernsthaft falsch gedacht? Mit der Tatsache, dass sie Feen-Pokémon hat. Stattdessen hat sie Stahl-Pokémon. Dann werde ich halt mal deinen Stahl hier einschmelzen und was Neues draus machen. Nebenbei bemerkt. Bronzong, das kann man doch gleich wieder einschmelzen. Das habe ich doch vorher schon eingeschmolzen. Wie viel Fakteil gibt es davon eigentlich? Und kommen wir nicht mit Regentanz, ich habe was anderes. Ich sollte mein Pokémon mal heilen. So viele Bodenattacken, wie die schon wieder hier haben. Ja, dementsprechend, wenn man jetzt hat spezifisch sehr effektive Attacken hat oder dazu entsprechend auch das richtige Pokémon. Wie kann nur? Das ist aber nicht Zufall, weil sie halt eben auf dem Hacker. Also, du hast quasi jetzt Zwinger. Hat von Kramer? Nicht so, dass ich noch Feuersturm auf Lager habe, aber ich setze halt auf Nummer sicher mit Flammenwurf. Ach, Sturzflug. Ja, nicht so, dass du vom Rückstoß davon getroffen wirst, du Blechvogel. Ah, dann beiß mal schon rein, da den wie Eis machen, mein lieber Feuergeist. Kroko. Ach, Magnetzone. Man muss aber schon sagen, Metalloptik da von Magnetilo und Magneton. Ja, Stahlflug, ja. Das auf jeden Fall. Aber es ging jetzt mehr oder meine Frage bezog sich jetzt auf den Terra-Typ von Kramer, muss ich zugeben. Das bezog sich darauf. Hat ja eh das Pokémon unterschiedliche Terra-Typen. Na,
Name sagt mir jetzt rein gar nichts. Ach, das Stahl... das Ding hier. Das hat den Terra-Typ-Boden. Okay. Ah, synthetischer Boden? Kann mir das jemand mal erklären? Aber eins will ich jetzt mal ernsthaft wissen. Ich habe gegen schon so manch einen Trainer hier bisher gekämpft. Und noch nie hat irgendeiner meiner Gegner einen Trank verwendet. Wieso zum Fick nicht? Da hat jeder aus der letzten schon, sprich Galar, auch immer meinen Trank benutzt. Sind der Spaß denn auf einmal? Und by the way, das macht nicht mal ernsthaft so viel Schaden, wie es machen sollte. Da werden wir wieder auf Flambo auf dem Aether machen. Okay, wir hatten Boden, wir hatten Stahl in den Top 4. Boden hatten wir schon des Öfteren. Stahl? Muss ich jetzt nicht in irgendeiner Form jetzt hat vom letzten Top 4 Leuten. Ach doch, in... Hallo, da müsste es jemanden gegeben haben, der Stahl hatte, wenn ich mich nicht täuschend. Und er kommt jetzt hat. Aoki, du bist dran. Hat der normalste? Hat. Okay. Dude, du bist das. Hätte jetzt nicht erwartet, dass ich dich wieder hier treffe, meine Arena-Leiter. Okay. Dann weiß ich ja, dass ich auf Normal-Pokémon treten werde. Normal-Pokémon, das kann schon schief gehen. Oh, leck dich, Sache. Fehlt die mit dir? Die habe ich aktuell kein Glück gehabt. Okay. Und jetzt bereue ich mich, dass ich am Schluss verlernt habe. Was ist das jetzt? Ein Unlicht hat oder wie? I mean, ich habe einen Kampf-Pokémon, da ist es scheißegal, ob er jetzt hat Stahl, Unlicht oder normal hat oder Eis. I mean, I guess, jetzt kann ich mich entscheiden zwischen Pflanze und Flug. Ist ja nicht so, dass er jetzt hat quasi, ich auch gegen Flugart was auszurichten könnte. Ja, aber Solarstrahl einsetzen, das soll ja Schwachsinn hier werden, nicht ey. Okay. Geile Attacke, by the way. Okay, das ist ein Flugtrainer jetzt auf einmal. Okay, aber was hat seine Handschuhe damit zu tun?
Ich liebe diese Schwäche. Ein Drahtzieher. Er ist Bürokrat und kein Drahtzieher. Und sonst wäre er ja nicht der Büro hängen. Mit dieser Choreoge noch nicht so ganz, immer noch nicht so wirklich klar. Jeder dieser Vogel oder dieser Vögel hat je nach Farbgebung einen anderen Zweittyp mit dabei. Aber ja, dunkle Handschuhe, da kann es zum Beispiel sein, dass er entweder Unlicht oder Geist hat, weil das sind so die typischen Merkmale für diese quasi Typen, würde ich mal sagen. Muss man sagen. Das ist zumindest die, wonach ich dann gehe, muss man sagen. Ich mach mal gegrilltes Vögelchen. Wieso schon? Ich hasse Taumeltanz. Wieso habe ich kein Pokémon, das Tempo macht auf einmal? Goddammit. Ja, schön. Und? Das ist so wie fast von sowas von Latte. Ich hab ja wirklich den letzten Koller, aber da bin ich mit dem Zeug gar was dran falsch. Altaria! Altaria! Ich wünschte, ich hätte jetzt ein Firnantor. Wünschte ich wirklich. Wünschte ich jetzt auch wirklich gerade. Ein Wutanfall von einem Hund zu kriegen ist auch gut. Atlan. Dieser Flamingo-Verschnitt, würde ich mal sagen. Glückwunsch, was hast du, was ist es denn für ein Shiny Pokémon geworden? Was haben die mit Boden? Was? Na, das ist nicht mal Boden. Das ist Flug. Meine Güte. Flora. Nee, vom Namen jetzt hat gar nichts, was das für ein Programm sein soll, muss ich zugeben. Muss man mal geschwind anschauen. Lumi. Okay, von denen die Scheiße vom okay. Interesting. Ja, dann viel. Dann bis gleich, mein Lieber. Es gibt auch noch heute gebratenen Flamingo, falls das einer wissen will. In deinem Höhenflug überzeugst du jedes Vogelbogen. Das ist dein Stichwort Sinius. Unser Kunstlehrer. Ach,
Ja, lauter Sinios! Das sind wir Rauhengs. Ach, unser Kunstlehrer mal wieder. Darf ich meine Pokémon voll heilen? Aber interessant zu wissen, dass man hier quasi das dann in einem Raum hat, die ganze Top 4 Leute. Und ich gehe mal davon auch stark aus, dass es, dass man dann auch den Champ dann hier auch hat. Ups. Zumindest gehe ich mal nach dem aktuellen Stand davon aus. Ach so, weil so nebenbei random einfach mal 39 Äther gefunden. Ach so, dann hätte ich es schon längst verschwenden können. Ach so, wenn das sonst nichts ist. Also ich glaube, Flammenwurf war auch die einzige Attacke, die ich sonderlich sonst offline gesetzt habe hier. Ah, ja gut, neben Energieball, aber das war ziemlich am Anfang, davon habe ich noch mehr. Gut, will ich auch mal auffüllen. Haben wir genügend Data? So ist es ja nicht. Denkst du mich daran am Arsch, Alter? Ich hätte jetzt ernsthaft nicht gerechnet. Sinios. Da kann ich mir auch so ziemlich jeden Typ. Wo steht jeder, der nimmt? Okay, der hat Feuer-Pokémon. Okay. Oder? Ach, nee, ich glaube, er hat Drachen. Mit denen hat man nicht bekanntlicherweise was zu lachen. Ach, nö, Leute, macht mit mir doch nicht so einen Schwachsinn, ey. Scheiße. Super Zanon der Nachtrag ist eine geile Kombi. Man muss das schon mal so sagen. Ich muss mich also auf den zweiten Typ ernsthaft mehr konzentrieren, wenn ich die Drachen hier besiegen will. Tantrak. Also, ich kann dich eigentlich noch mal ein bisschen drin lassen. Okay, das war eine exzellente Wahl, dass ich das so getroffen habe. Oh, hallo, lässt grüßen. Feuerstürmchen. Auch wenn das nicht so wirklich viel bringt. Ah,
Max sagt's. Fünfte Channels grüßen. Ups. Gut, bei dem sich jetzt auf den Zweityp zu konzentrieren, ist wirklich sinnlos, man muss das schon sagen. Weil der ja nur ein Typ hat. Willkommen zurück, so er meint. Schade, dass er nicht verbrannt ist. Mastifisio hat sich definitiv bewährt in der Hinsicht. Alleine schon der Tatsache wegen, weil er Wutanfall gelernt hat. Das muss man schon ernsthaft wirklich sagen. Nee, Max Hax hat bloß den Typ Drachen. Wahrscheinlich vertauscht es gerade mit Knackrak. Und das hat den Typ Boden. Als zwei Typ. Hey, das ist doch der Eissache. Also dementsprechend. Weil. Da sprechen wir dann allerdings von Gen 4 und nicht Gen 5. Muss man sagen. Das ist halt der Punkt. Großklingenstoß. Okay. Also man muss sagen, Mastifisio, das ist definitiv eine ein empfehlenswertes Pokémon, muss ich schon wirklich ernsthaft sagen. Wenn man jetzt gerade kein Drachen-Pokémon zur Seite hat, ist das mit Wundenfall ein echt praktischer Teampartner. Man muss das schon gerade sagen, aber Typ Drache, okay. Ach Junge, du bist doch nicht Schauspieler, sondern Künstler, du Vollpfosten. Gott, na manche übertreiben es aber auch wirklich, man muss da schon mal was sagen. Ja, schon eine kostenlose Heilung. Finde ich geil. Warum kann ich mir das vorstellen, dass es in Emilia ist? Warum kann ich mir das so gut vorstellen?
Man muss schon sagen, es sind wirklich viele geile neue Pokémon dazugekommen. Auch altbewährte sind gut mit dabei. Oh scheiße, ist das weiter oben. Ach nein, sie ist es, okay. Zagaria. Ja, sie kann ja halt auch schwer einschätzen, was sie für Pokémon hat. Sie kann halt auch irgendeinen random Typen, der hat, der mir sehr zu schaffen macht. Psycho! Hat sie ernsthaft Psycho? Ach der Scheiße. Also wenn sie ernsthaft Psycho hat, dann Mephisto, gib ihr. Chevron! Ach du Scheiße, das ist ein böses Pokémon. Das muss vernichtet werden, auf gut Deutsch gesagt. Ja, gegen Psycho hätte ich dann ernsthaft bloß meinen Hund. Und da bin ich ernsthaft auf den Hund gekommen. Chill, warum ist so ein böses Pokémon? Ey, Leute, das ist gemein, dass das ist, Carlos. Eins der Pokémon, wo ich sagen muss, das ist verdammt geil aus Carlos. Einfach den rechnest du nicht mehr, dass es erst auf Dampfwalze drauf hat. Komm jetzt einfach mal mit Dampfwalze um die Ecke, echt, ey. Ich würde sogar zutrauen, dass es PS, also sprich Pferdestärke, lernen würde, echt, ey. Arktylos. Ach so. Jetzt willst du mir ein Eisberg vor die Linse schmeißen, wo ich ihn. Feuerfahrmann hab. Wie weiß. Leute, was soll der Schwachsinn? Dann Imperia? Apfelding! Ach, das ist Gladranti oder besser Centaurische Weiterentwicklung, die letzte Stufe. Okay, Unlichtstahl? Okay. Knie ist falsch. Ach so, okay. Das heißt ja aus dem Konzept bringen. Das wäre schon das dritte Pokémon, was ich dann mit gegrillt hätte von dir, aber okay. Ignorieren wir das einfach mal wieder. Akluza. Jetzt bin ich mal nach dem Wasser-Pokémon. Aber werdet ihr mich verarschen? Lumiflora, das war das Stein. Das war, was Zocker meint, ja, als Shiny hat. Ein Mini, ja, ich weiß, ich habe nachgeschaut, was das für ein Pokémon ist. Und ja, ihr habt gesehen, dass das so ein Typ Gesteinsgift ist.
Ich komme ja irgendwie immer noch nicht drauf, aber klar auf dieses Pokémon. Es irritiert mich mehr als das, was es sein sollte. Ich werde mir einfach wieder was zurück einschenken. Das ist eine exzellente Frage, die kann ich dir nicht beantworten. Da klappt das mal mit seiner Würde mal. Ein Schwein. Ich jetzt ernsthaft mal nachschauen, wie die Schnee-Variante davon aussieht. Das was soll ich sagen? Okay, es hat nichts von der Welt interessante. Kann aber noch. Ja, Kräfte. Und. In einem Nahkampf müsste das jetzt abbeendet sein. Das ist ein richtiger Stachel. Haben wir klar, deswegen habe ich auch erst überlegt, ob ich Fiti nehme. Deswegen. Das ist der unsichtbare. Aber jetzt kein Fokusgurt. Das war die Zutrauung. Okay, dann bin ich auch noch schlimm geworden heute. Das ist klasse. Junge, jetzt übertreib mal nicht. Eine Mitstreiter warten auf. Wett? Was soll das jetzt schon wieder heißen? Ja, schon dann in mir. Ja. Also, du willst. Champs scheint jetzt halt nichts mehr. Bei mir aus. Meine Güte, echt, ey. Die Mieger sind dance ganz schön ungeduldig. Und hinterm Haus. Achso, stimmt, ja, beim Strand. Manche haben sicherlich zu diesem Zeitpunkt schon 5 oder 6 Mal ihr Aussehen geändert. Ich renne hier immer noch 0815 rum. Achso, ich bin jetzt halt einfach Champ. Achso, und geheilt wird man allerdings auch nicht und eine Ruhmeshalle kriegt man auch nicht mehr. Okay, läuft. Also alles, was man so von früher kannte,
Arsch lecken. Okay, finde ich klasse. Leg doch was rum, hallo. Ich darf klettern hier dagegen. Ach, da fliegt ein Knackrack rum. Wollt ihr mich verarschen? Hallo, jetzt will ich dich haben, hallo. Geht doch nicht. Hallo. Wieso wird der Kampf nicht getriggert? Viel Spaß bei Neo. Ran zum Fake. Das ist schon wirklich schon so. Früher hat das mit dem Pokéball eigentlich funktioniert, dass man das machen konnte, einfach fangen. Warum zum Fick bleibst du nicht drin? Okay. Sie, bist du besiegt? Die Klasse. Überall, Flieg und Sieg. Ich finde es immer noch irritierend, dass die Bälle dann auch noch free mir. Na krack. Rasant Pokémon stürmt es still vorwärts, erzeugen seine Flügel. Wieso rauscht das aktuell so? Dann dachte ich, das schon wieder sehr sein, ja. Recht seltsam gerade, dass das rauscht. Achso, das ist quasi der Schlund, in den man nicht reinfallen darf. Ich kann mir jetzt das Rauschen gerade selber nicht erklären, wie es so ist, halt warum das überhaupt hier ist. Doch auf den, ach wie ich es mir gedacht habe. Irritierend. Sehr irritierend. Schlund von Paldea. Ich glaube, da müssen wir auch irgendwie noch hinkommen.
Ahnung, wenn ich mich auf dieser Scheißkarte mal auskennen würde, aber da kenne ich mich nicht aus, da könnte ich auch gerade rauschen. Da. Das ist so sehr irritierend, man muss das schon wirklich sagen. Ach, by the way, wir könnten auch mal wieder bei unserer Mutter vorbeischauen. Mal schauen, was die für einen Kommentar gibt. Man muss das schon ernsthaft sagen. Ja, das ist nicht so viel Gemüse, die man da kennt, irgendwie. Ist doch auch sehr Gemüse. Um dich auf den Geschmack des runden Gemüses zu bringen, habe ich extra ein paar Rezepte für dich ausgedacht. Ja, ist doch schön. Danke, Mutter, die wollte ich schon immer haben. Jetzt ist schon wieder ein Item. Ein Trank, okay. Liches Meer von Paldea. Ja, und jetzt kann man auch ein bisschen was. Hier schon wieder. Aber dort. Hätte ernsthaft ja mal so eine Cover-Dot-Challenge machen. Ein Line-Just for the Lull. Einfach mal mit Cover-Dot durch diese Gegend rennen und jedes Herrscherbogen besiegen. Wo ist sie denn? Hallo? Au. Ja, ja. Ach, wenn das nochmal angezeigt werden würde. Das ist dann quasi an einem was wollen nicht, ey. Das ist skandalös, ey. Leute, leckt mich doch am Arsch, ey. Was ist das denn für eine Scheiße jetzt? Und, ich lese mir doch nicht jede Textbox hier einzeln durch. Muss man schon sagen. Echt? Stimmt, ich bin überhaupt nicht aufgeregt, das stimmt auf jeden Fall.
Wolvok. Okay. Ich hab schon wieder das falsche Pokémon vorne. Okay. Ich soll lieber wechseln. Auch wenn ich damit die Tarnsteine abbekomme. Autsch. Das hat zu viel Schaden, meiner Meinung nach. Ich hatte Heil. Ich hasse dich echt, ey. Das Problem, man weiß halt immer nicht, was für ein Pokémon man hat. Warum ist das Vieh so schnell? Ich muss Wolvok auch irgendwie außer Gefecht setzen. Was will ich sagen? Mimimi, Tante. Setz aber noch die scheiß Steinkante ein. Was hat dann sich verfehlt? So. Kann ich dich eigentlich drin lassen? Auch wenn ich weiß, dass es ein Fehler sein ist. Kannst du sowieso nur noch Elektroattacken einsetzen, wenn ich mein Starter einsetze, echt, ey. Ice Heap. Okay. At. Okay. Ich hätte es auch gewundert, wenn du denn zu länger eingefroren gewesen wärst. Schlurm. Das ist der Stahlwurm. Abgelehnt. Viskokan. Da komme ich eigentlich auf den Hund zurück. Und das bei mal einem Pokémon, das nicht mal vom Typ Drache ist.
Wieso? Wieso existiert dieses Pokémon überhaupt? Wieso? Ja, jetzt sind wir sogar eins mit drei Windungen. Wird auch nicht fliehen. Ach komm schon, leck mich am Arsch-System. Ich weiß, dass es die Katze ist, echt, ey. Einzige Puppe, was ernsthaft den Widerstand geleistet hat, ist tatsächlich, Volvarok. Das muss ich ernsthaft sagen. DB ist auch nicht mal ernsthaft, weiß ob es ein zweit. Ich glaube, das hat schon ein zweit Typ, aber da weiß nicht, welcher zweit Typ das ist. Ich glaube, das ist. Kann sein, dass es Unlicht ist. Bin mir aber dann nichts. Ich glaube schon. Bin mir aber dann nicht 100% sicher, muss ich sagen. Macht Feuerstern, Feuerstern, vor allem Feuersturm nur noch effektiver und dann auch noch Volltreffer. Leute, ich habe so wenig die diesen Terra-Dingsto, diese Terra-Kristallisierung nicht mal oft eingesetzt. Ja, sorry dafür, dass ich dich besiegt habe. Tut mir nicht leid. Das einzige Pokémon, das genervt hat, war ihr Volvox. Sonst nichts. Wieso bin ich hier schon wieder in meinem Zimmer? Wer ist denn jetzt dort schon wieder? Wer telefoniert mich schon wieder an? Hat Pepperwood? Ach, Pepperwood. Ja, mach mal 2 oder 0. Was kann ich für ein Büro des Direx machen? Ja, okay, wir da doch mal wieder hin.
Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Woher soll ich das wissen? Ja, sonst noch irgendwelche Hirnlosen. Wenn ich sie sehe, dann quatsche ich mal mit ihr. Riesen-Nugget. Und prächtig. Das. Warte mal. Quatsch, wir haben jetzt doch noch ein bisschen hier rum. Hi, Gengar. Ihr bitte schön Leute seid, mit denen man ernsthaft quatschen kann. Ach, Moment, hier ist sie. Okay, ich dachte schon, ich müsste irgendwie die Interaktion machen, die jemand, nämlich. Wieso nicht? Weiter Spaß, wenn ich meinen Korridor hier nicht holen darf. Hallo? Will ich hier was zerstören? Gibt doch nicht. Okay, von mir aus. So. Natürlich jetzt wieder meine Bücher an. Ich weiß nicht mal, ob es dafür sonderliche Auszeichnung gibt, wenn man jetzt halt mit ihr dann was macht. Oder besser ist das grundsätzlich mit der ganzen Schule ablegt. Stimmt.
Also, jetzt mal schauen, wo das Gedöns ist. Allzu langer Zeit haben wir noch Papier vorher gemacht. Ach du Scheiße, echt, ey. Da müssen wir quasi hin, also das wäre dann, wenn wir hier hinfliegen werden, am besten würde ich sagen. Junge, Junge, Junge. Müssen wir quasi hinten raus, so wie es aussieht. Östliche Zone 3, yay! Ich sehe so kurz ein Item, das ich mitnehmen werde. Und eine Limonade. Ah, so Triebe schon wieder. Moment, da ist noch was. Guave. Ah, dann Kiri. Nein, ich werde nicht in dich reinrennen. Ich bin wieder scheiß Para, Alter. Ich hab doch Hyper, Alter. Ich bin nur raus. Moment, das ist ein Trainer, das muss ich besiegen. Weil niemand sagt, dass ich den Trainer nicht besiegt habe. Forscher Wendelin. Attenmagneton. Okay, hat Robus heute, sonst wäre es K.O. gegangen. Ich weiß jetzt halt auch nicht, was das für eigentlich. Eigentlich was bringt, aber okay. Jusikowski Magneton. Ah, jetzt probier es geil. Mauzi, ich will nichts von dir. Wir sind eigentlich noch. Ha. Eine tiefe Beere. So. Moment. Also auch die Münze hier einsammeln. Ja, meine Lieben. Aber wie es hinsichtlich da jetzt weitergehen sollte, sehen wir beim nächsten Mal. Sagen wir es mal so, wie es ist. Und ich sag mal so, ich rate euch jetzt erstmal weiter.
Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis dann und ciao.